Warum wir uns bald keine Krankenversicherung mehr leisten können. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Bundesverband der deutschen Aktuare hat in einer Pressemitteilung vom 22.05.2019 Erstaunliches veröffentlicht. Die Finanzmathematiker der Aktuarsvereinigung, das ist eine Vereinigung, die auch für die private Versicherungswirtschaft tätig ist, haben Folgendes herausgefunden. Es gibt in der Zukunft einen massiven Preisanstieg in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der privaten Krankenversicherung, wenn es um das Thema der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge und der Prämien zur PKV geht. Es wird befürchtet, dass bis zum Jahr 2060 in der gesetzlichen Krankenversicherung der Beitragssatz von derzeit 14,6% 2019 auf bis zu 25% ansteigen kann. Dazu kommt nochmal ein Preisanstieg für die gesetzliche Pflegeversicherung auf bis zu 8 Prozentpunkte. Das heißt also, circa ein Viertel unseres Einkommens, was wir jeden Monat in der Tasche haben, gehen alleine dann, wenn man gesetzlich versichert ist, nur für Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung raus. In der privaten Krankenversicherung wird es nicht besser aussehen. Dort haben die Finanzexperten ausgerechnet, geht es nicht mehr um Prozentzahlen, sondern hier geht es um das 2,5- bis 3,5-fache. Das heißt also, hier wird ein Preisanstieg befürchtet von 250% bis 350%. Das heißt, wenn also heute im Jahr 2019 ein Privatkrankenversicherter 500 Euro Prämie monatlich bezahlt, dann muss er im Jahr 2060 bei 300% Preisanstieg 1500 Euro monatlich für seine private Krankenversicherung bezahlen. Die Gründe für diese Preisanstiege sind auch benannt worden. Erstens, wir haben es mit einer massiven Alterung der Bevölkerung zu tun, damit einhergehend auch der Wegfall von Beitragszahlern. Irgendwoher müssen ja die Beiträge kommen. Das heißt also, hier werden Preisanstiege schon alleine mit einkalkuliert, weil wir ja höhere Prämien oder Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen. Es muss ja ausgeglichen werden. Und zweitens, die Teuerung des gesellschaftlichen Fortschritts und des technischen Fortschritts für die Krankenbehandlungen und so weiter schlägt hier auch ganz stark zu Buche. Und was auch ein Thema war, die sogenannte Ineffizienz der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung. Das trägt auch zur massiven Teuerung der Beiträge bei. Also nichts Gutes, was wir für die Zukunft zu erwarten haben. Deshalb empfehlen wir als Rentenberater und Rechtsanwälte von rentenbescheid24.de doch mal darüber nachzudenken. Das sollte die Politik tun, ob es hier nicht Sinn macht, doch so schnell wie möglich mal über gesetzgeberische Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel eine Erwerbstätigkeitenversicherung oder andere Sachen, die die Preise stabil halten. Näheres zum Thema Kostenexplosion in der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.